Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Moonglow Bay. Und mir wurde was verraten in den Kommentaren, dass man wohl mit dem Ding hier Fische angeln kann. Tatsächlich, man kann Fische angeln mit dem Netz. Richtig viele dann, oder was? Okay, es sind jetzt zwei, das ist natürlich jetzt nicht so krass. Aber kann man auch die da vorne? Ne, der Strudel geht nicht, so wie es aussieht. Aber hier die Fische, die gehen, okay. Krass, aber das sind auch nicht so wirklich viele. Und das sind auch irgendwie Frosthandlanger, Lippfische, okay. Das ist Eisbässe, die war neu, glaube ich. Die hatten wir vorher noch nicht. Aber hey, nett, dass man es in den Kommentaren erwähnt wurde. Oder war das auf Discord? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat es mir jemand von den Zuschauern gesagt. Ein sehr wichtiger Tipp. Aber was ist mit denen hier? Da kann man das nicht, oder was? Das ist dann nur so ein Angelspot, oder was? Offensichtlich geht's hier nicht, nee. Aber die da vorne sind wieder neu dazugekommen. Aber ich weiß noch nicht, ob Angeln nicht sogar besser ist, als das hier zu nutzen. Oh, sind aber neue Arten von Fischen auf jeden Fall. Was ich auch noch überlegt habe, ob wir nicht jetzt mal anfangen, langsam aber sicher so ein paar Hummerdinger auszulegen. Aber die Frage ist halt einfach, wir müssen da mal schauen. Das Problem ist, werde ich mir merken können, wo die sind, oder werden die auf der Karte markiert? Das wäre schön. Was ist eigentlich mit denen da? Sind das wieder Fische? Weil da habe ich bisher noch nie gecheckt, was das mir gibt, wenn ich da rein angel. Und wie hat mir das nie irgendwie einen Vorteil gegeben, da rein zu angeln? Sind das vielleicht auch wieder Sachen, die ich hier mit reinziehen muss? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Probieren wir einfach mal aus. Probieren geht über Studieren, nicht wahr? Liebe Freunde, probieren geht über Studieren. Und ja, spiel mit Controller, Elvis. Natürlich tue ich das. Das Spiel ist prädestiniert für Controller, weil es wohl mit Maus und Tastatur nicht so gut läuft. Habe ich gelesen in den Steam-Reviews. Tatsächlich. Aber jetzt ist das so ein komischer Fisch, den man reinziehen muss. Komisch. Mondaal. Mondaal, zwei Mondaale dann, okay. Interessant. Aber ich will das hier machen, genau. Jetzt ist meine Frage, wird das auf der Map angezeigt? Ja, wird es. Ja gut, dann kann man das, dann können wir die auch einfach auf verschiedenen Stellen auslegen. Wenn mir das hier angezeigt wird, wo wir unsere Hummerfallen hinlegen, dann können wir die auch überall hinlegen. Können wir zu verschiedenen Orten hinfahren, immer mal wieder gucken, weil wir in der Nähe sind, die einfach mal zu leeren. So, sind wir in der Frostrutsche. Miep. Anhalten. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz hier ein Netz auswerfen. Bei der Musik merke ich gerade irgendwie so, da erinnere mich so ein bisschen von diesen leichten Klängen und sowas. Erinnert er mich so ein bisschen an Breath of the Wild. Was mich wieder daran erinnert, dass ich bald mal Twilight Princess endlich aufnehmen muss, damit wir dann irgendwann endlich Breath of the Wild spielen können. Da habe ich mich wieder richtig Bock drauf. Ich bin wieder so wieder in der richtigen Verfassung, wo ich sage, boah, Breath of the Wild, da hätte ich mal wieder Bock drauf. Das ist ein tolles Spiel. Das ist echt ein tolles Spiel. Ach, wisst ihr was? Ich mach nochmal ganz kurz hier eine Krabbenkiste hin. So, warum mache ich das? Weil ich es kann. Haha. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Gehen wir mal zur offenen Kühle. Da vorne ist auch noch eine Anlegestelle, wa? Waren wir da schon mal? Das ist das. Ah, doch, das, da waren wir. Das war das mit dem Eisfischen. Ja, ja. Ich glaube, da waren wir. Ich hatte das Gefühl eigentlich gehabt, dass es hier war, aber das ist scheinbar nicht so. Hier ist eine Brücke, oder? Das heißt, man kann da vielleicht durch.
Aber für den Dauerstrom stimmt, da wurde mir gesagt, ich sollte mir eine bessere Hülle holen, ne? Für den Dauerstrom. Ich muss da noch irgendwas machen, questmäßig. Hey. Gut, dass ich mich erinnere, dass ich irgendwas zu machen hatte. Schlecht, dass ich mich nicht erinnere, was es war. Ja, aber so ist das halt manchmal, ne? Manchmal vergisst man halt, was zu tun war. Aber wir können gleich einfach ins Büchlein gucken, in unser Questbuch, und dann wissen wir auch wieder, was zu tun ist. Alles kein Problem. Warte mal. So, alle behalten. Warte jetzt mal ganz kurz einen Moment, weil hier sind vorhin immer wieder Fische dran vorbeigeschwommen. Die möchte ich gerne auch haben. Das hat gar nichts gebracht jetzt diesmal. Was hab ich mit 26k gesagt? Ich weiß es nicht. Ach so, die Zahlen, die hier stehen oder was? Das sind Kilogramm. So, dann legen wir hier nochmal eine schöne Hummerfalle gleich aus. Die Minimap unten passt nicht zu dem, was ich hier gerade auf der Karte sehe. Hier passt es wieder. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Riesenvieh? Was ist das? Ah. Interessant. Und danke für den Tippgeber, dass man hier Fische rausziehen kann mit dem Netz. Auch wenn ich ja jetzt nicht der Beste gerade drin bin, wie man merkt, dass ich jetzt nur zwei Fische habe. Aber hey, es ist schon mal, macht es auf jeden Fall noch mal ein bisschen einfacher. Ich glaube, ich mache mal ganz kurz hier noch ein Ding hin. So, das heißt jetzt, wir fahren jetzt mal langsam wieder zurück nach Moonglow Bay und gucken mal ganz kurz in unser Buch rein. Wir müssen, genau, verstärken den Rumpf, genau. Das ist genau das, woran ich mich erinnert habe. Genau das wollen wir jetzt machen. Und wir wollen natürlich nochmal zurück zum Aquarium gehen und die neuen Fische abgeben. So, ich weiß auch gar nicht, wie Moonglow Bay gerade auf YouTube läuft. So von den Zuschauerzahlen. Ich weiß es nicht, aber ich hab viel Spaß an dem Spiel tatsächlich. Oder an dem Spiel. Zumindest noch. Ne? Noch. Wer weiß, wie das in 5 bis 10 Parts aussieht. Wer weiß. Ich habe vieles Negatives über das Spiel gehört. Also viele Leute mögen es nicht. Viele Leute sind enttäuscht von dem Spiel. Ich weiß nicht genau warum. Ich weiß nicht, was die Leute erwartet haben von dem Spiel. Das ist natürlich auch immer so ein Ding, ne? Die Erwartungshaltung. Ich habe von dem Spiel nichts erwartet, weil ich tatsächlich erst mitbekommen habe, als es rausgekommen ist. Und dann habe ich mir direkt gedacht, sieht doch mal ein tolles Spielchen aus. Kann man doch vielleicht mal spielen. Und jetzt spiele ich das schon im Part 11, glaube ich, jetzt gerade, ne? Auf YouTube. Das dürfte es Part 11 sein. Also 4 Stündchen spiele ich schon. Ich weiß nicht, wie viele Stunden das Spiel unterhalten wird am Ende. Ich nehme an, nach 10 Stunden wird das Spiel auch so langsam durch sein, ne? Ja. Das wird schon irgendwie. Irgendwie ist das ja noch immer irgendwie gut geworden hier, ne? Irgendwie hat das ja immer noch geklappt. Das Problem ist, das Aquarium hat jetzt noch nicht offen in die Uhrzeit. Ich glaube, wir gehen mal eben kurz kochen. Solange wir warten können oder müssen darauf, dass das Aquarium aufmacht. Können wir hier eben kurz kochen gehen. Ja, es ist ein cozy Chill-Spiel, das ist richtig. Man läuft hier rum, man kocht, man angelt. Man baut die Stadt wieder auf und so. So, wir haben jetzt können Fischkebab machen. Frischer Fisch und Gemüse aufgespießt und gegrillt. Ah, das Problem ist, na, schwierig.
Fischstäbchen. Aber noch nicht gemeistert Fischstäbchen. Die haben wir zum Beispiel gemeistert. Das können wir einfach so machen. Ich glaube, ich mache erstmal die hier. Und jetzt muss ich überlegen, welche ich nehme, um das zu machen. Ich glaube, den haben wir schon mal abgegeben, den auch. Und bei den anderen Sachen bin ich mir gerade nicht sicher, ob wir die schon alle abgegeben hatten. Aber hey, wir brauchen nur zwei hiervon nehmen. Das Tolle ist, ich kann jetzt automatisch kochen. Das kann ich machen, weil ich das Rezept gemeistert habe. Wir müssen trotzdem die anderen Rezepte alle noch lernen. Wobei, wenn ich mir überlege mit den Rezepten, wenn ich darüber nachdenke, muss ich schon sagen, ich glaube schon, dass das ganz schön viele Stunden Inhalt hat dadurch. Die alle zu meistern, die Rezepte, wird schon eine Zeit dauern. Ja, ich mache hier Streetfood hier, Elvis. Gutes Streetfood. So, gehen wir mal ganz kurz gucken. Ich habe auch schon ein bisschen was, tatsächlich ein bisschen wurde ich gespoilert quasi durch einen Screenshot, den ich gesehen habe. Man wird wohl später noch ein kleines Boot dazu bekommen zum großen Schiff. So, wie kann ich helfen? Du kannst mir helfen, indem du mir das gibst, was ich mir nicht leisten kann. Das wäre super. Kannst du mir vielleicht das geben, was ich mir nicht leisten kann? Das wäre echt nett. Da kann ich es mir leisten. Ich weiß gerade gar nicht. Nee, ich habe 367 leider. Ja, ich bin hier, wenn du etwas brauchst. Nee, ich brauche ja, aber ich kann es mir nicht leisten. Ist sie das? Ja, ja. Hier, ich habe noch Fische für dich. Da. Und das. Wow, das war ein ansehnlicher Fang. Ich schreibe die Notizen auf. So. Sprechen muss gelernt sein, liebe Freunde. Sprechen muss gelernt sein. Da würde ich sagen, wir gehen wieder angeln, denn... Ah nee, wir gehen kochen. Wir gehen kochen. Weil wir können jetzt alles, was wir haben im Inventar, können wir verkochen. Egal, was es ist. Alles kann verkocht werden. Bum, 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 bum. Bam, 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 dum, 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 dum. Ach ja. Ja, machen wir doch Fischkebab. Warum können wir nur zwei auswählen? Das verstehe ich nicht. Ach so, weil man zwei Fische. Ach so. Pro Charge braucht man zwei Fische. Ja gut, das lohnt sich jetzt nicht wirklich, die Charge, die ich hier mache, aber gut. Wir machen es trotzdem. Wir holen uns einen Fisch. Dann hacken wir den Fisch. Hack, hack, hack. Hackfleisch draus gemacht, dann frittieren wir den Fisch. Dann holen wir uns noch einen Fisch. Den hacken wir auch nochmal. Hack, hack, hack. Und dann frittieren wir den wieder. Und schwupps, Fisch, fertigster Fischkebab. So, was haben wir denn noch? Gekochter Hummer. So, da holen wir den Fisch, oder den Hummer, den waschen wir natürlich, den Hummer. So, dann kochen wir den. So, dann machen wir doch ein paar Fischtacos. Nee, wir machen Fischstäbchen. Da machen wir jetzt eine große Charge. Und wie es in echt auch ist, ein Fischstäbchen einfach alles rein. Es ist eigentlich nicht wirklich in echt, aber ist egal. Oh, da müssen wir sehr viel machen. Fisch holen, Fisch waschen. Müssen wir den Fisch hacken. Dann müssen wir ihn frittieren. Und dann müssen wir das gleich mit Kartoffeln machen. Und die müssen wir kochen am Ende. Und dann hacken wir die.
aber macht das überhaupt Sinn mit den Kartoffeln? Ich hätte das Paniermehl gedacht oder sowas, ein Panieren, aber nee. Aber Fischstäbchen mit Kartoffeln, ja, aber die Dinger hießen auch nur Fischstäbchen, oder? Hackfisch ist Fischfrikadelle, oder? Weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Gehackt haben wir den ja auch für die Frikadelle. Nicht, dass ich Hunger hätte. Das Spiel macht mich fertig. So, Fischkebab. Guck mal, komm mal einfach zu meinem Laden, Elvis. Guck mal, hier ist ganz viel Essen. Im Automaten. Brauchst mich also nicht mal treffen dann, wenn du hier essen möchtest. Kannst einfach in den Automaten gehen und Geld reinschmeißen und kriegst lecker Fischspezialitäten. Gekocht von Potato. So. Guck mal, hier können wir wieder mit dem Netz angeln. Tut mir leid, dass ich mich nicht an den Namen erinnere, der mir das gesagt hat. Mit dem Netz angeln und so. Wäre eigentlich voll nett, wenn ich jetzt den Namen noch wüsste, aber das ist schon wieder ein paar Tage her und so. So, behalten wir die alle mal. Ja, ich glaube, das mit dem Geld sollte jetzt schon klappen. Wir sollten gleich genug Geld machen. Wir müssen halt nur warten, bis das Geld endlich alles da ist. Das ist gerade eher das Problem. Was ich aber lustig finde, dass da immer so 3-4 Fische angezeigt werden auf einem so einem Fleck. Aber wenn ich das ranziehe, ist es immer nur jeweils ein Fisch pro Fleck, den ich einsammle. Hätten auch ein bisschen großzügiger sein können. Ich brauche die Fische. Ich will Fischstäbchen machen. Lecker Fischstäbchen. Cool, Fisch aus dem Automaten. Was kann da schon schief gehen? Ist tagesfrisch gefangen, wie du siehst. Ist alles tagesfrisch gefangen und zubereitet. Also da kann tatsächlich nicht so viel schief gehen dann. Boah, ich bin müde. Schief gehen kann halt nur, wenn das nicht tagesfrisch ist. Du kannst es halt nicht kontrollieren, ob es tagesfrisch ist. Wobei, du kannst es ja riechen. Du kannst ja riechen, ob es stinkt. Wenn der Automat stinkt, dann sollst du nichts davon holen. Es ist denn vielleicht nicht so klug. Aber wir müssen ja nicht mehr nach Hause fahren, um zu schlafen, denn wir haben ja hier unten mittlerweile eine Koje. Wir können ja hier unten einfach ins Bettchen gehen. Stellen wir den Wecker auf abends. Dann geht's wieder hoch. Und weiter wird geangelt. So einfach kann das gehen, meine lieben Freunde. Einfach auf dem Kutter schlafen. So. Die Robben hier, ey. Ah, Eishummer, Frostoktopus. Cool, aber die Hummer sind cool, dass wir die finden. Weil wir brauchen viele Hummer für das Hummerrezept. Wir müssen das ja auch mal meistern. Hummer war auf jeden Fall ein besonderes Rezept. Und wir sollten auch vielleicht mal demnächst gucken, dass wir bei den Leuten überall rumlaufen. Weil die haben ja manchmal auch ihre Bedürfnisse und sagen, ey, bringen wir einen gekochten Hummer und keine Ahnung was. Ne, das sind so die Quests von NPCs, die man hier machen kann. Und vielleicht bringt das ja irgendeinem, oder vielleicht irgendeinem, ja. Irgendeinem gibt es auf jeden Fall erstmal schönes, leckeres Futter, wenn wir die das bringen. Aber vielleicht bringt uns das irgendwas, neue Rezepte oder so. Ups, das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich weiß, ich spiele ein Angelspiel und angel nicht, aber ich habe ja das Netz. Ich glaube, Robbenkloppen geht nicht, nee. Ich habe es nicht ausprobiert. Es kann natürlich sein, dass man mit dem Netz auch Robben fangen kann. Na, guck mal, mein Geld ist da. 589, wir haben genug für den Rumpf, den ich brauche. Um die Story weiterzumachen.
So. Ich wollte aber zu der Hummerkiste fahren, die wir hier ausgelegt haben. Die wollte ich gerne sehen. Ob da jetzt mittlerweile das drin ist. Guck mal, da ist sie. Ah, ein 36 Kilo schwerer Hummer. Da kommt noch mal einer rein, aber machen wir diesmal niedrigen Köder rein. Keine Ahnung, ob das mit den guten Ködern sich lohnt. Bei den Dingern. So, fahren wir langsam wieder zurück. Und dann können wir vielleicht einen Rumpf zumindest kaufen. Ah, in dem Part wird es schwierig. Der Part ist vorbei. Für Leute auf Twitch zur Info, die gerade eben seinen Helm gesehen haben. Moonglow Bay gibt es nur in 20 Minuten Parts. Ich habe nicht unendlich viel Zeit im Leben. So, liebe Freunde der Angel... Unterhaltung. Freunde der Angelunterhaltung, genau. Wir sehen uns wieder im nächsten Part von Moonglow Bay und dann werden wir mal gucken, dass wir den versteckten Rumpf bekommen und die Story fortsetzen. Das ist doch mal, glaube ich, ein Plan. Ein Plan, den man umsetzen kann in die Tat. Und das ist auf jeden Fall ein Plan, der auf jeden Fall viel Spannung verspricht. Das kann man schon mal sagen. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Ciao.